Wenden ist Loot. Die Lootgier wird mich wieder töten wahrscheinlich. Oder schlechtes Timing, weil ich gerade wieder ungeduldig werde. Wie lange liest der da eigentlich? Ist sogar ein Rattenloch, aber die kommen trotzdem nicht. Na, nachher, beim Zurückgehen dann. Wenigstens kommen die verfluchten Ratten. Da sind die Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ach, da sind sie ja. Das wäre ja. Ich sag's dir. Das nächste Mal, wenn der so mit mir redet, stopfe ich ihm eins seiner verfluchten Bücher ins Maul. Ha, mit rotem Einband. Sein Lieblingsgeschmack. Das Buch. Wieder so eine brillante Idee des Alchemisten. Ich sag's dir, die Kerle sind mir nicht geheuer. Mir auch nicht. Es gibt Teile der Bastion, da wage ich mich nicht mehr hin. Was sie dort alles treiben. Ja, lass uns nicht darüber reden. So, bewegt ihr euch oder sucht ihr das Buch immer an der gleichen Stelle? Echt schon wieder diese. Ich muss die Wachen loswerden, damit ich vorbei kann. Wieso muss ich die Wachen loswerden? Wir versuchen jetzt aber mal durchzugehen. Na los, haut schon ab. Verschwindet. Sie kommen nicht zu mir, oder? Nee. Ist auch überhaupt nicht auffällig. Gar nicht. Aber ich kann keinen 360 machen. Moment, dann machen wir das anders. Und du hast dich für schlau gehalten. Dann halt so. Wenn Typi jetzt einfach nach Hilfe gerufen hätte, dann wäre ich tot gewesen. Dann hätten sie mich schon wieder gehabt. Aber nee. So nicht. Da müssen wir nur aufpassen, dass wir wieder lebend rauskommen. Okay, alles voll, alles hergestellt. Oh, da hinten ist auch noch was. Ein Gänseblümchen. Du bist auch weit von zu Hause weg, nicht wahr? Bring mir Glück. Wir tun das für Ugo. Thank you.
Ding wird es am Ende alles bedecken? Das Ding. Wenn wir nicht aufpassen, dann ja. Weiß er nicht, was der Großinquisitor machen kann, damit die Ratten halt in dieser Universität nicht so dermaßen wüten wie sonst. Na los, beweg dich, Schmied. Hier wartet Arbeit auf dich. Vitalis muss echt verzweifelt sein, wenn er sich dazu herablässt, solche Bettler einzufangen. Ein Gefangener. Tja, vielleicht öffnen sie ja endlich diese Tür. Ich komme nicht vorbei. Zu viele Wachen. Wie haben die Ratten das nur geschafft? Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde? Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun. Hast du was gehört? Sehen wir mal nach. Pass auf dich auf. Sehen. Verstanden. Nein, ich mach das immer falsch. Vernünftig und kommt doch noch ein Trottel, der nicht aufgepasst hat. Scheiße. Das war leicht. Aber mal gucken, ob ich jetzt immer noch vorbeikomme. Oder. Nee. Halt. Die eigentliche Frage ist ja, wo muss ich eigentlich hin? Da hinten. Wie soll ich denn da hinten kommen? Na, ihr seid mir ja lustig. Moment. Sehr witzig. Können wir nicht herstellen. Und das da bringt gerade nichts, um das hier mitzunehmen. Nein, 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 das geht aus! Oh, wieso lasse ich mir ein? Wie haben die Ratten das nur geschafft? Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde? Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun.
Alchemist, stelle 100 Munition her. Ich dachte, ich habe was gehört. Komme gleich wieder. Sei vorsichtig. I'll be back. Nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Na gut. Nicht, dass die Ratten nicht durchgehen, ne? Jetzt sind alle Ratten weg. Wieso hat das vorhin nicht funktioniert? Ja, das ist ja gemein. Das ist echt fies. Ich habe lange keine Rosen mehr gesehen. Hoffentlich bin ich nicht falsch abgebogen. Wir sind gerade durch die Tür mit den Rosen. Das ist... Okay, wir können nichts herstellen und wir können den Loot nicht aufnehmen, weil wir voll sind. Das werde ich mal als sehr, sehr, sehr gutes Zeichen. Und Moment, wir können... Werkzeuge. Igniformmunition lenkt Gegner in der Nähe ab. Mit besseren Werkzeugen kann Anysia wirksameres Ignifer herstellen. Dank der verbesserten Mixtur ist es durchschlagskräftiger und knistert stark beim Brennen. Haben wir ewig nicht mehr benutzt. Wirksamer Ignifer, dank der verbesserten... Moment. Lenkt Gegner in der Nähe ab. Oh, ich will nicht irgendwas machen. Ich würde eigentlich gerne hier die Grundsachen nochmal verbessern. Und nicht irgendwas anderes, weil wir da gerade das Zeug dazu haben. Ja, es widerspricht ein bisschen dem, wie ich es jetzt die ganze Zeit gemacht habe, dass wenn ich was habe, stelle ich das her. Da ist sogar eine Herstellungsbank, ne? Spiel möchte also sogar, dass wir wieder was verbessern. Das bringt uns nichts mehr. So, Moment. Die Tasche wäre natürlich auch nice, weil da könnte man mehr Material mitnehmen. Mach mal. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Kann man nämlich das Zeug hier direkt mitnehmen. Mehr Platz, mehr Zeug, mehr mitnehmen, mehr herstellen, mehr Spaß haben. Ganz einfach. Über unseren jungen Ygote Ruhm? Senior Nicholas ist weiterhin. Also, gibt es nur einen, der
der uns helfen kann, das Buch zu finden. Der Sohn eines Schmieds. Du hast diese Tür mit deinem Vater gebaut. Jetzt wirst du sie öffnen. Der Zweck dieser Tür ist doch gerade Abschaum wie euch fern. Ich bin Großinquisitor Vitalis Benedon. Du hast keine Ahnung, was ich erleiden musste. Sieh, was ich ertrage. Für dich. Das Episangus. Wie heißt du, Junge? Roderick. Roderick, soll ich sein Leben aushauchen, bevor diese Tür geöffnet ist? Begeht nicht denselben Fehler wie bei seinem Vater. Schafft ihn fort! Schnell! Ich darf sie nicht verlieren. Selbst wenn der Großinquisitor davon redet, deine Nächsten zu retten, kannst du einfach nicht den Mund halten, was? Roderick, sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Sein Blut wird schwächer. Wie lange kann das Episanguis ein bisschen Schach halten? Solange wie es ihm sein Glaube erlaubt. Ah, da vorne sind die anderen, ne? Die warten jetzt. Oder? Ja, die warten jetzt. Theoretisch könnten wir diese beiden Alchemisten wegmachen, ne? Praktisch werden wir das aber lassen. Sehe ich auch keinen mehr. Na, die lassen wir leben. Er hat also die Tür gebaut. Ja, und er wird sie öffnen. Mit dem Buch und dem kleinen Drohnen kann Vitalis die Beschwörung abschließen. Dann werden wir von der Pest erlöst sein. Ad Ignem. Ad Lucem. Ah, schön gesagt. Bewegung. Jetzt hör mir mal gut zu. Mein Freund und ich haben viel Zeit damit verbracht, die Ketzer im Kerker der Bastion zum Reden zu bringen. Jetzt tust du noch so stark, aber glaub mir, wenn wir nur tief genug schneiden, dann winselst du genau wie alle anderen auch. Ich kann's kaum erwarten. Na, erkennst du sie? Erinnert sie dich an deinen Vater? Kein Wort über meinen Vater. Oh, wirklich? So läuft das Spielchen also. Dieser riesige Ritter, der macht mir ein bisschen Sorgen, weil wir an dem werden wir uns sowas von die Zähne ausbeißen. An dem kommen wir nicht vorbei. So, kann ich irgendwas herstellen? Einfach um ein bisschen Material zu verbrauchen, weil wir gerade so viel finden. Ja, verbessertes Ignifer. Weiß nicht. Dein Mosaik interessiert uns einen Dreck. Öffne die verdammte Tür oder es ergeht dir wie deinem alten Herrn. Wisst ihr, ich werde euch töten. Sobald ich mich daran erinnere, wie man diese Tür öffnet. Oh! Darum warte ich schon. Seit 2 Tagen. Keine Ahnung.
danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter! Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter! Ich halte sie auf! Ich will dich ja nicht drängeln, aber sie kommen! Und anscheinend ist ein Feuer ausgebrochen! Ich hab es fast! Komm schon! Ich hab Luft, schnell! Sie haben Alarm geschlagen! Wir kommen hier nicht weg! Die Tür wieder zumachen wäre eine Option gewesen, oder? Oder geht das jetzt nicht mehr? Hey, weißt du, wo wir hin müssen? Nicht nachdenken! Lauf! Eine Sackgasse und wir sind erledigt! Wir müssen uns verstecken! Nein, wir müssen sie irgendwie aufhalten! Wird das reichen? Es muss. Also gut. Wir sind im Keller. Schon mal ein Anfang. Macht sofort auf! Rodrik, ich brauche das Buch. Was ist an diesem verdammten Buch so besonders? Es könnte meinen kleinen Bruder retten. Bitte. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nur, dass sie meinen Vater dafür zu Tode gefoltert haben. Und ich sie dafür töten werde. Sie haben auch meine Eltern umgebracht. Vielleicht kommen wir hier gemeinsam raus. In Ordnung. Was ist mit dem Buch? Wart's nur ab. Davon gibt es hier massenweise.